Und zwar, wir haben vor zum 10-jährigen Jubiläum der Bundeswehr in Afghanistan, die sind ja heute nicht mehr drin. Aber es gibt nicht nur Krieg in der Ukraine. Und die Bundeswehr ist immer noch in 11 Ländern im Einsatz. Ich denke, es ist ganz gut, wenn man anderen Ländern hilft, aber muss es die Bundeswehr sein? Oder schickt man mal nicht einfach Ingenieure, Leute, die Brunnen bauen können, Leute, die den Menschen helfen, anstatt immer Militär? Ein Lied, das man dann zum 10-Jährigen geschrieben hat, von Country John McDonalds auf Bayerisch. So pressiert. Nein, wir haben so pressiert. Ihr sagt es dann immer, wenn wir aufhören sollen, das ist kein Problem. Wir haben in den letzten Jahren auch ein paar Lieder einstudiert, auch selber geschrieben, zu dem Thema Militarismus, zu dem Thema der Soldaten, der Soldatenschicksale. Und wir fangen eins an, mit einem berühmten Sohn von euch, also Dreigroschenoper, Kanonensong von Bert Brecht. Musik.
Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid und ich begrüße euch alle zum Augsburger Ostermarsch 2022. Veranstalter ist die Augsburger Friedensinitiative. Beziehungsweise erstmal herzlichen Dank an die Ruhr dafür, dass die hier wieder spielen. Die Ruhr kommen aus Regensburg. Viele kennen die vielleicht auch schon, weil die haben schon 2017 und 2019 auf dem Augsburger Ostermarsch gespielt. Waren jetzt dieses Jahr auch schon in München bei der SIKO-Konferenz, da habe ich sie auch gehört. Machen, wie ihr gehört habt, ganz tolle Musik und ja, der Name Wurm, vielleicht soll ich das noch kurz erklären, steht für Radau, Unsinn, Anarchie und M für Marx oder Mundart. Und keine Sorge, die spielen auch noch während der Auftaktkundgebung und dann auch noch während der Schlusskundgebung, die es geben wird. Ja, dann kurz noch, die AFI hat jetzt diesen Augsburger Ostermarsch auch keineswegs alleine organisiert und auch nicht alleine aufgerufen, sondern es sind noch ganz, ganz viele andere Organisationen dabei, die ich mal kurz vorlesen werde. Jetzt muss ich nur kurz meine Brille wechseln, weil die Augen sind nicht mehr so gut. Also, der Aufruf zum Augsburger Ostermarsch wird unterstützt. Neben der AFI von der TAG Augsburg, von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und Gegnerinnen, DFGVK Augsburg, vom Internationalistischen Bündnis, der Montagsdemo, dem Ökosozialprojekt, Pax Christi Augsburg, Rote Jugend Schwaben,
der Umweltgewerkschaft e.V. Gruppe Augsburg, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen, VVN BDA, Kreisvereinigung Augsburg und der Werkstatt Solidarische Welt. Herzlichen Dank an alle, die uns hier unterstützt haben und an alle, die hier mit organisiert haben, die Flugblätter verteilen. Und natürlich auch herzlichen Dank nochmal an alle, die gekommen sind und hier mitdemonstrieren. Begrüßen will ich auch die Vertreter und Vertreterinnen der Presse, falls jemand da sein sollte. Und dann will ich noch kurz was zum Ablauf der Kundgebung sagen. Also wir haben, wie gesagt, eine Auftaktkundgebung mit Musik. Dann haben wir einen Demozug durch die Augsburger Innenstadt. Und dann haben wir auch noch eine Abschlusskundgebung, weil wir haben nämlich dieses Mal ziemlich viele Reden, die allerdings, ich beruhige euch, nicht zu lang sein werden, also maximal 3 Minuten. Aber wir haben uns trotzdem entschieden, viele Reden zuzulassen, weil wir damit auch eine sehr große Bandbreite an Meinungen und an Ideen vermitteln können. Es gibt Infostände. Geht hin, informiert euch, besorgt euch Material. Wir wollen hier auf der Kundgebung keine nationalen Flaggen und Symbole haben und auch keine Flaggen und Symbole, die in irgendeiner Form für den Krieg aufrufen. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Ja, damit kommen wir jetzt dann zum inhaltlichen Teil. Und da möchte ich jetzt den Franz Egeth ans Mikrofon bitten, der was sagen wird zu den vielen Kartons, die da hinten aufgebaut sind. Franz, das Mikro gehört dir. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich spreche für die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK. Der Klaus stand gerade mit der Fahne hier. Und schon lange vor dem neuen Krieg haben die Machthaber unseres Landes bereits die Forderung und das Diktat der USA und NATO erfüllt. Sie erhöhten fleißig den deutschen Rüstungshaushalt. Und zwar auf 50 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind 50.000 Millionen Euro pro Jahr. Und diese Summe wird weiter erhöht. Und ihr habt ja mitbekommen, was noch alles geplant ist an zusätzlichen 100 Milliarden und so fort. Das wird sicher in den Reden erwähnt. Dieser Wahnsinn hat mit dem aktuellen Krieg nichts zu tun. Offensichtlich auch nicht mit irgendwelchen Lehren aus den Kriegen, die Deutschland nach 1945 mit vorantrieb und dabei stets am Rockzipfel der USA und des NATO-Kriegsbündnisses hing. Mit den Geldpaketen, die wir da hinten hingelegt haben, also diese Schachteln, wollen wir auf diesen ungeheuren, jährlich geplanten Steuerraub hinweisen. Schaut euch diese 50 Milliarden Euro an, die in einem Jahr verpulvert werden. Und fragt euch, ob das zum Wohle des deutschen Volkes ist. In jeder der Schachteln, die da hinten liegen, sind 1.000 Millionen Euro. Scholz, Lindner, Habeck und es zerbricht mir das Herz, Baerbock, haben in ihrem Amtseid behauptet, dass sie Schaden vom deutschen Volk wenden und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werden. Als Demokratinnen bleibt uns leider nur darüber nachzudenken, ob sie mit ihrem Rüstungs- und Militarisierungswahn, mit ihrem Waffenfanatismus und ihrer Medienhetze ihren Amtseid gebrochen haben oder nicht. So, vielen Dank, Franz. Dann möchte ich jetzt den Klaus Stampfer ans Mikro bitten für die Auftaktrede der AFI. Ja, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, Klaus hat es angekündigt.
Ich bin also bei der Augsburger Friedensinitiative und auch bei der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und Kriegsdienstgegner. Ja, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, wir verurteilen den Krieg in der Ukraine wie jeden Krieg als Verbrechen an der Menschheit auf das Schärfste. Die Bundesregierung verschärft die Sanktionen, liefert Unmengen Waffen, jetzt auch Panzer, und rüstet die Bundeswehr mit einem 100 Milliarden Sonderfonds massiv auf. Die Erfahrung, dass Waffenlieferungen in Kriegsgebiete die Kriege verlängern und noch brutaler werden, diese Erfahrung wird jetzt in der Ukraine voll bestätigt. Die Bevölkerung in der Ukraine wird nicht mit Waffen geholfen, sondern damit, dass der Krieg beendet wird. Alle, die noch mehr Waffen liefern wollen, haben keinen Plan, den Krieg zu beenden. Stattdessen bewirken sie, dass dieser Krieg weiter eskaliert, weil beide Seiten auf Sieg setzen und am Ende dieser verhängnisvollen Entwicklung droht der Dritte Weltkrieg. Das muss uns bewusst sein und das muss verhindert werden. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, dass es so weit gekommen ist, hat seine Ursachen. Die Konfrontationspolitik, die NATO-Osterweiterung, die Arroganz und der Machtanspruch des Westens und dass eine Entspannungspolitik unter Berücksichtigung aller Interessen nicht stattgefunden hat, hat mit dazu beigetragen, dass es so weit kommen musste. Viele fragen sich nun, was kann man nun dagegen machen, wenn der Aggressor ein Land überfällt? Vorweg, Kriege müssen verhindert werden, solange es noch keinen Krieg gibt. Wenn es zum Krieg kommt, dann gibt es keinen Königsweg mehr. Der Weg, den wir vorschlagen, ist der passive Widerstand und nicht der militärische. Passiver Widerstand heißt, man übergibt zum Beispiel Städte und so weiter ohne Kampf. Damit werden Menschenleben gerettet und die Zerstörung der Städte verhindert. Russland wird damit seine politischen Ziele jedoch nicht erreichen mit diesem gewaltfreien Widerstand. Viele werden jetzt sagen, damit wird vielleicht Russland weitere Gebiete angreifen. Das sind Spekulationen, die zwar nicht ausgeschlossen werden können, und sie mögen der Worst Case, der schlimmste Fall sein. Nun denken wir den anderen, den militärischen Weg zu Ende. Die Konfrontation nimmt mit der Unterstützung der NATO weiter zu. Russland betrachtet die westlichen Staaten mit den Waffenlieferungen zunehmend als Kriegspartei und es kommt zu einer direkten Konfrontation von NATO und Russland, was übrigens auch die Ukraine ja schon fordert. Dann haben wir den Dritten Weltkrieg, der in einem Atomkrieg endet. Auch das ist ein Worst Case, ein schlimmster Fall. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, vergleiche ich nun die beiden Worst-Case-Fälle. Die am Ende dieser verhängnisvollen Entwicklung stehen. Hier vielleicht der Verlust von Gebieten, aber dort die Vernichtung der Menschheit in einem Atomkrieg. Dann wird jeder vernünftige Mensch sagen, dann sollen wir den ersten Fall, nämlich den gewaltfreien Widerstand und nicht das Risiko mit einer totalen Vernichtung eingehen. Wir fordern deshalb keine weiteren Waffenlieferungen, denn diese führen zum Tod von noch vielen tausenden Menschenleben, zur Zerstörung weiterer Städte und zur Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Wir fordern statt einer weiteren Aufrüstung Verhandlungen mit dem Ziel einer Deeskalation auf Augenhöhe, Angebote zu einer Friedensordnung in Europa unter Berücksichtigung aller Sicherheitsinteressen. Wir fordern, dass alles getan wird, dass der Krieg in der Ukraine sofort beendet wird. Und wir fordern, dass alles getan wird, dass der Krieg in der Ukraine nicht zu einem Weltkrieg führt. Deshalb stehen wir heute hier und deshalb finden in 118 Städten die Ostermärsche statt. Ich danke euch.
herzlichen Dank, Klaus. Jetzt geht's weiter mit der Rede von Pax Christi, Augsburg. Dann möchte ich bitte den Michael Rösch ans Mikro bitten. Danke. Eine Gewalthandlung ist begrenzt und kann fehlschlagen. Gewaltlosigkeit kennt keine Grenzen und schlägt niemals fehl. Liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde, ich möchte bewusst meine Rede mit einem Zitat von Mahatma Gandhi beginnen. Seit dem 24. Februar seien solche Sätze immer mehr in die Defensive zu geraten. Man muss sich für friedenspolitische Ansätze fast schon entschuldigen und wird mancherorts als naiv abgestempelt, wenn man noch mit pazifistischen Ideen dafür wirbt. Ich muss gestehen, dass ich in vielerlei Hinsicht überrascht, irritiert, traurig und wütend bin. Ich selbst konnte es auch nicht glauben, dass Präsident Wladimir Putin einen Angriffskrieg gegen die ganze Ukraine befehligt. Die Bilder, die mich stark an den Irak, Afghanistan, Libyen und Syrien erinnern, sind nicht zu ertragen und machen auch mich sprachlos. Dieser Krieg und all die Verbrechen müssen natürlich auf das Schärfste verurteilt werden. Und die Staatengemeinschaften sollten auf allen Ebenen versuchen, das Töten so schnell wie möglich sofort zu beenden. Doch ich bin auch irritiert von den Reaktionen der deutschen Regierung. Ich hätte mir in den wildesten Träumen nicht vorstellen können, dass Deutschland von heute auf morgen 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung der Bundeswehr beim Fenster rauswirft. Gerade was den Sozialstaat und die Gesundheitspolitik angeht, wären so viele Sachen viel notwendiger. Dabei fehlt es im Blick auf die NATO nicht an militärischer Stärke. Allein die USA geben 11-mal mehr für Militär als wie Russland aus. Meiner Ansicht nach fehlt es an der Fortentwicklung, was wir über Jahrzehnte vernachlässigt haben, ziviler Konfliktlösungen und den Ausbau von Friedensdiensten. Wir sollten in unseren Schulen Friedensethik und Gewaltfreiheit lehren, Politikerinnen und Politiker darin ausbilden. Das Problem ist doch, dass wir immer noch in den alten Gewaltmustern verharren. Kein Fortschritt scheint in Sicht. Unsere Filme, unsere Kultur ist voll von Inszenierungen scheinbar erlösender Gewalt. Wir müssen nur vors Kino gehen und die Actionfilme anschauen. In der Regel ist noch mehr Gewalt und ein Held die Lösung. Ich bin auch irritiert von unserer Medienwelt. Die Kriegsrhetorik und die Heroisierung, die in den letzten Wochen immer mehr einhergeht, erinnert mich mehr an ein Computerspiel oder an ein Fußballspiel, wo eine Seite die andere aufhetzt und mit Fahnen und Kampfrufen zum Sieg peitschen will. Tausende, ja Zehntausende Menschen verlieren ihr Leben. Jede getötete Person ist eine zu viel. Besonders traurig stimmen mich die Kundgebungen und Aussprachen von Politikerinnen und Politikern aus einer Partei, die einst aus Teilen der Friedensbewegung hervorging. Was sollen schwere Waffen aktuell erreichen, wenn selbst namhafte Militärs vor dem Einsatz warnen? So sagte erst Brigadegeneral außer Dienst Erich Wart, solche Lieferungen seien potenziell ein Weg in den Dritten Weltkrieg. Meine Solidarität gilt allen Leidenden und Unterdrückten, der ukrainischen Bevölkerung, aber auch den jungen russischen Soldaten, die gar nicht wussten, wie ihnen geschieht. Schade, dass die europäischen Regierungen nicht stärker auf einen Systemwechsel setzen und beteiligte Soldaten bei der Kriegsverweigerung sofort Asyl zu sichern. Das könnte eine völlig neue Dynamik in Gang setzen.
Doch gerade wenn jetzt der Fokus auf der Ukraine bei uns allen liegt, dürfen wir nicht die flüchtenden Menschen weltweit vergessen, die vielen Kriegsschauplätze über viele Jahre hinweg schon und die Orte des Leids im Jemen, in Äthiopien, Libyen, Mali, Kolumbien und an so vielen anderen Ländern. Und Gewaltfreiheit darf niemals mit Naivität oder Passivität verwechselt werden. Ganz im Gegenteil. Gewaltfreiheit verlangt ein größeres Maß an Mut, Kreativität und Einsatz. In diesem Sinne. In diesem Sinne möchte ich Martin Luther King zum Ende zitieren. Finsternis kann keine Finsternis vertreiben. Das gelingt nur dem Licht. Hass kann den Hass nicht austreiben. Das gelingt nur der Liebe. Hass vervielfältigt den Hass. Gewalt mehrt Gewalt. Härte vergrößert Härte. In einer ständigen Spirale der Vernichtung die Kettenreaktion des Bösen, Hass, der neuen Hass gebiert, Kriege, die neue Kriege nach sich ziehen, muss unterbrochen werden. Sonst werden wir in den Abgrund der Vernichtung stürzen. In diesem Sinne fordern wir von Pax Christi zusammen mit der AFI und den anderen Organisationen eine neue Kultur der Gewaltfreiheit, gerade jetzt auf allen Ebenen, sodass wir befreit leben können, hier und in anderen Orten auf der Welt, auch in Zukunft. Danke. Gedicht von Erich Mühsam. Das hat er 1916 geschrieben. Anfangs war er noch selbst der Meinung, dass man Krieg führen müsste, aber spätestens 1916 hat er gesagt, nein, so nicht. Und da hat er Gedichte geschrieben von Soldaten, was zu tun ist, wie es ihnen geht, wo es hin muss. Vertont wurde sie von den Ruhm, diese Lieder.
habe auch ganz am Anfang, da war noch nicht mal gesagt, dass manche unserer Lieder, die haben wir im Frieden immer gesungen und geglaubt, wir könnten es verhindern. Heute haben diese Lieder ganz, manchmal eine ganz andere, vielleicht eine tragischere Bedeutung, als wir selbst geglaubt haben. Dazu ein ganz altes Lied. Hey,
Okay, vielen, vielen Dank an die Ruhr. Jetzt geht es weiter mit den Reden, und zwar mit der VVN WDR Augsburg. Ja, liebe Friedensfreundinnen und Freunde, ich möchte erst mal was Positives erzählen. Als diese Woche der Bayerische Verfassungsschutzbericht für 2021 vorgestellt wurde, konnten wir mit Freude sehen, dass die Wirklichkeit sich auch in Bayern durchgesetzt hat. Die VVN WDA wird nicht mehr genannt. Vor 75 Jahren wurde in München die Bayerische Organisation von Überlebenden des Naziterrors aus allen demokratischen Parteien gegründet. 75 Jahre danach wird ein unrühmliches Kapitel politischer Ausgrenzung hoffentlich für immer beendet sein. Antifaschismus war und ist eine wichtige Aufgabe für uns, und dies nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Nun aber zum eigentlichen Thema. Ich möchte beginnen mit einem Spruch. 100.000 Millionen für Klima, Kinder, gutes Wohnen, aber niemals für Kanonen. Dieser Spruch kommt von Wolfgang Taubert. Ich danke Ihnen, der ist auch irgendwo unter uns. Mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist die Angst vor einem großen Krieg in Europa zurück. Täglich fallen Bomben, täglich sterben Menschen, Millionen fliehen vor dem Krieg. Die Gefahr eines Atomkriegs ist so groß wie zuletzt in der Kuba-Krise. Dieser illegale Krieg muss durch Waffenstillstand und eine Verhandlungslösung beendet werden. Ich bin kein Spezialist für all die Fragen, die zu beantworten wären, um das Warum dieses Krieges zu beantworten. Viele selbsternannte Spezialisten schreiben in den sozialen Medien und geben als sogenannte Experten in den Medien ihre Sicht der Dinge. Eine letzte Wahrheit wird sich daraus nicht ergeben. Wir sind gehalten, zu hinterfragen und Positionen zu finden, um diese weitere Zukunft anzugehen. Beängstigend ist hierbei, wie schnell friedliche Positionen umschlagen, nicht nur bei den bekannten Falken, nein, auch bei Menschen und Organisationen, die aus der Friedensbewegung gekommen sind. Dieser Krieg ermöglicht es in Deutschland, eine neue Etappe massiver Aufrüstung und Militarisierung zu beginnen, obwohl die bestehenden Militärausgaben auch diesen Krieg nicht verhindern konnten. Für die Aufrüstung und Militarisierung steht das von der großen Mehrheit der Abgeordneten mit Beifall aufgenommene 100 Milliarden Euro Sondervermögen der Bundeswehr. Das Prinzip, keine Waffenlieferungen in Krisen und Krisengebiete, wurde aufgegeben. Der Kauf von F-35 Tarnkappenjets, die eine atomare Teilhabe der Bundeswehr ermöglicht, ist getätigt und so weiter. Dieser neuen Etappe von Aufrüstung und Militarisierung treten wir entschieden entgegen. Stattdessen treten wir für Friedenssicherung durch Abrüstung und Stärkung der internationalen Institutionen wie der UNO ein. Wir begrüßen den dort vereinbarten Vertrag zum Verbot von Atomwaffen und fordern die Bundesregierung auf, diesem beizutreten. Auch andere UN-Beschlüsse zur Rüstungsbegrenzung und Abrüstung müssen wir von der Bundesregierung unterstützt werden. Mit unseren Freundinnen und Freunden in der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer und Kämpferinnen setzen wir uns ein für ein Europa, das für eine Friedenspolitik eintritt, die auf nicht-militärischer Konfliktlösung beruht. Wir fordern die Rückkehr zum Prozess der gemeinsamen Sicherheit in Europa, OSZE, statt NATO und andere Militärbündnisse. Wir fordern ein Ende der Abschottung Europas gegen Menschen auf der Flucht. Das gilt nicht nur für Geflüchtete aus der Ukraine, sondern muss für alle gelten. Applaus
Frontex muss aufgelöst werden und durch Seenotrettung ersetzt werden. Die Unterstützung diktatorischer und verbrecherischer Regime zur Flüchtlingsabwehr muss beendet werden. Wir werden auch weiterhin die Kampagne Abrüsten statt Aufrüsten unterstützen. Ein Frieden in Europa kann nicht gegen Russland gewonnen werden. Lasst uns gemeinsam weiter für friedliche Konfliktlösungen eintreten. Danke. So, zum Thema friedliche Konfliktlösung möchte ich jetzt den Wolfgang Kraus von der Mennonitengemeinde Augsburg ans Mikrofon bitten. Danke. Jetzt ist keine Zeit für Ausreden. Jetzt ist die Zeit für Kreativität und Pragmatismus. So sagte Annalena Baerbock, als sie Anfang der Woche dafür plädierte, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Kreativität für Waffenlieferung. Der uralte Vorrang militärischen Denkens. Übliche Reaktion seit Jahrtausenden. Solches Denken hat uns in die atomare Abschreckung geführt. Die Drohung gegenseitiger nuklearer Vernichtung als Sicherheitskonzept. Sehr kreativ und pragmatisch. Es hat in der Ukraine viele spontane Aktionen gewaltfreien zivilen Widerstandes gegeben und es gibt sie noch. Unbewaffnete Gruppen oder gar einzelne blockierten Panzer. Es gab tägliche Protestdemos in besetzten Städten. Weißrussische Eisenbahner verhindern Waffen- und Truppennachschub durch Sabotage an Gleisanlagen und Zügen. Unsere Leitmedien berichten darüber nur am Rande. Mutig, ja, aber irrelevant. Was zählt, sind die militärischen Aktionen, die Waffen. Kreativität, ja. Pragmatismus, ja. Beides gehört zur Vorgeschichte der Gewaltfreiheit in diesem Krieg. Die Maidan-Bewegungen, ich kann sie jetzt hier nicht differenziert beurteilen, da gibt es vieles zu sagen. 2004 und 2013, 14 waren weitgehend gewaltfrei. Und zwar ohne lange Vorbereitung und Schulung. Schlimm genug, dass unsere Regierungen keine Ahnung haben von militärischen Zusammenhängen. Schlimmer noch, dass sie so gar nichts wissen wollen von der Wirksamkeit gewaltfreien Handelns. Ältere und neuere wissenschaftliche Studien werden nicht zur Kenntnis genommen. Etwa die 2011 veröffentlichte Untersuchung Why Civil Resistance Works, warum ziviler Widerstand funktioniert. Die beiden Politikwissenschaftlerinnen Erika Cenovet und Maria Stephan untersuchen darin mehrere hundert Protestbewegungen des 20. Jahrhunderts. Und zwar solche mit maximalistischen Zielen, zum Beispiel Ende einer Besatzung, Unabhängigkeit eines Territoriums oder Wechsel des Machthabers. Sie kamen zu einem sich selbst überraschenden Ergebnis. Gewaltfreie Bewegungen sind im Schnitt etwa doppelt so erfolgreich wie gewaltsame. 53% im Vergleich zu 25% sind gewaltfreie Bewegungen erfolgreicher. Ja, sie können auch scheitern. Manchmal machen sie auch nur vorläufig eine Pause, wie jetzt vielleicht in Weißrussland. Im gegenwärtigen Widerstand der dortigen Eisenbahner und Aktivisten zur Verhinderung des Rüstungsnachschubs sehe ich ein hoffnungsvolles Zeichen. Diese Studie macht aber eine weitere überraschende Beobachtung. Selbst wenn sie scheitern, weisen die langfristigen Konsequenzen gewaltfreier Bewegungen eher Richtung Demokratie, während gewaltsame, und zwar gescheiterte oder erfolgreiche gewaltsame
Revolutionen die Chancen von Bürgerkriegen oder Diktaturen erhöhen. Wir kennen das unter dem Begriff, die Revolution frisst ihre Kinder. Diese empirischen Erkenntnisse, die in diesen Studien sehr gut wissenschaftlich belegt sind, widerlegen die weit verbreitete in Medien und Regierungserklärungen unhinterfragte Annahme, gegen skrupellose Autokraten helfe nur Gewalt. Im Gegenteil, die Entscheidung auf militärische Verteidigung zu setzen, reduziert die Erfolgschancen. Wäre das nicht Grund genug, auch hierzulande die Logik gewaltfreien Widerstands ins Zentrum einer realistischen Politik zu stellen? Hätte die Ukraine das neue Indien werden können? Dort wurde die brutale britische Kolonialmacht 1947 nach jahrelangem gewaltfreien Kampf vertrieben. Braucht es einen neuen Gandhi? Warum nicht? Was es aber bestimmt braucht, ist das Wissen und die Fähigkeit zum gewaltfreien Widerstand zu verbreiten. Schulung in Theorie und Praxis, starke organisatorische Strukturen, gewaltfreie Wehrkunde in Schulen, ein Basistraining für alle und, okay, 100 Milliarden könnten für den Anfang auch nicht schaden. Auf diese Regierung brauchen wir aber dabei nicht zu warten. Zivile gewaltfreie Verteidigung hat neben vielem anderen auch den Vorteil, dass jeder und jede Gruppe einfach damit anfangen kann. Zu geringen Kosten können wir es selber machen. Zum Beispiel das Klimacamp hat ja auch damit angefangen. Also fangen wir an. Und Schlussbemerkung, heute Abend beginnt das Pessachfest. Das Fest der Befreiung Israels aus der Sklaverei. Wer den Bericht im Buch Exodus, 2. Mose, zweites Buch der Bibel, informiert liest, entdeckt eine erstaunliche Reihe gewaltfreier Aktionen und Strategien. Es fängt an mit der Nichtzusammenarbeit mit den Mächtigen von zwei Hebammen. Ich kann es jetzt nicht alles ausführen. Die Juden feiern Pessach und sie erinnern damit jedes Jahr an den vor 3000 Jahren erfolgreichen Befreiungskampf. Viele biblische Erzählungen erschüttern den mächtigen Mythos von der erlösenden Gewalt. Auch das Motto der DDR-Friedensbewegung stammt aus der Bibel, Schwerter zu Pflugscharen. Heute Nacht beginnt Ostern, das Fest der Auferstehung Christi, auch er ein gewaltfreier Kämpfer. Jesus inspirierte Gandhi und Martin Luther King, aber das ist eine andere Geschichte. Friede sei mit euch, so grüßte der aufständische Auferstandene seine Jüngerinnen und Jünger. Der Kampf geht weiter, Friede sei mit euch. So, vielen Dank. Jetzt ein Redebeitrag vom Internationalistischen Bündnis. Gero. Ah, schon da. Geht, danke. Danke. Bauen wir eine Front auf, um einen dritten Weltkrieg zu verhindern. In der Ukraine treffen zwei imperialistische Lager aufeinander. Die NATO mit den USA einerseits, Russland andererseits. Beide Seiten sind atomar aufgerüstet. Beide bereiten aktiv einen dritten Weltkrieg vor. Entsteht aus dem Konkurrenzkampf um Macht und Einfluss werden ein neuer Weltenbrand? Wir sind fest entschlossen, das zu verhindern. Kein friedliebender Mensch kann sich auf die Seite von Putins Russland stellen, und die Ukraine das die Ukraine militärisch angegriffen hat. Kein friedliebender Mensch kann sich auf die Seite der NATO und der USA als weltweiter Hauptkriegstreiber stellen. Wir wenden uns gegen jede imperialistische Aggression. Der Imperialismus ist ein Stadium des Kapitalismus, in dem Monopole die Gesellschaft beherrschen und nach Ausweitung des Machtbereichs und Territoriums über die eigenen Ländergrenzen hinweg trachten.
Imperialismus bedeutet Aggression und Krieg nach außen und Repression nach innen. Entschieden wenden wir uns gegen die aggressive Außen- und die Militärpolitik der deutschen Bundesregierung. Mit einer großen Koalition aus CDU, CSU, FDP, SPD, Grünen beschloss sie eine seit Jahren nicht dagewesene Aufrüstung. Die deutsche Regierung betreibt wieder aktive Kriegsvorbereitung. Wer sich in solchen Zeiten opportunistisch auf die Seite der Bundesregierung stellt, verrät die Interessen der Friedensbewegung. Lautstarke Rebellion gegen die Militarisierung der Gesellschaft. Karl Liebknecht wandte sich 1914 mutig gegen Kriegskredite und den opportunistischen Kurs der SPD und blieb seinen Prinzipien treu in den Worten: diesem System keinen Mann und keinen Groschen. In diesen Tagen gehört unsere Solidarität den ukrainischen Arbeitern und Volksmassen, die hauptsächliche Leidtragende dieses Krieges sind. Wir stehen für die Solidarität mit den Kriegsopfern, für ein Recht auf Flucht, gegen die rassistische Flüchtlingspolitik, keine Auswahl der Flüchtlinge, für die Anerkennung von Deserteuren als Flüchtlinge. Wir rufen die Ukrainer und Ukrainerinnen auf, sich nicht auf die nationale Einheit mit der reaktionären Zelensky-Regierung einschwören zu lassen, die auf Seiten der NATO steht. Unsere Solidarität gilt ebenso den russischen Arbeitern und Volksmassen und auch Soldaten, die sich mutig gegen das reaktionäre Putin-Regime wenden, und auch allen Menschen, die sich in anderen Teilen der Welt wie in Afghanistan oder den kurdischen Regierungen imperialistischen Kriegstreiber entgegenstellen. Wir rufen die Arbeiter und Gewerkschafter in Deutschland auf, aktiven Widerstand für den Frieden zu leisten und sich nicht vor den Karren deutscher Kriegstreiberei spannen zu lassen. Keine 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung, sondern für die Bekämpfung der Armut und den Umweltschutz. Wir unterstützen gegenseitige Hilfe und Solidarität mit aktuellen Spendensammlungen und Solidaritätsaktionen gegen jede nationalistische Spaltung. Nur die internationale Arbeitereinheit kann die Kriegstreibern Einheit gebieten. Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter. Gemeinsam kämpfen wir gegen die Abwälzung der Krisen und Kriegslasten auf die Arbeiter, die Massen, die Jugend, die Flüchtlinge und unsere natürliche Umwelt und gegen die Aufhebung demokratischer Rechte und Freiheit im Namen des Krieges. Nur der aktive Widerstand kann die Gefahr eines dritten Weltkriegs bannen. Wir verstehen uns als Teil einer weltweiten Friedensbewegung. Wir wenden uns gegen die Rechtsentwicklung sämtlicher imperialistischer Regierungen und ihre Bemühungen, die revolutionäre, aber auch viele fortschrittliche Menschen, Umwelt- und Friedenskämpfer der Welt verstärkt zu unterdrücken. Beide Seiten rechtfertigen ihren Krieg offen Antikommunismus. Ich bin auch Moderator von der Montagsdemo und im internationalistischen Bündnis, und ich lade euch herzlich ein, beim Aufbau einer kämpferischen Bewegung gegen den Krieg sich einzureihen. Das wird einfach nicht reichen, nächstes Jahr wieder einen Ostermarsch zu machen. Wir brauchen eine aktive, kämpferische, weltweite Friedensbewegung. Eine Möglichkeit sind die Montagsdemos, die ab nicht im Ostermontag, sondern am darauffolgenden Montag, jeden zweiten Montag am Königsplatz um 18 Uhr stattfinden. Und ich bin nachher auf der Demonstration am Lautsprecher und die Liste dabei, wo sich jeder einträgt. Wir müssen über weltanschauliche Grenzen hinweg unsere Einigkeit für den Frieden auch nach außen demonstrieren, und wir brauchen eine ähnliche Massenbewegung wie damals gegen den Vietnamkrieg. Dankeschön. Also, jetzt noch ein weiterer Redebeitrag, bevor die Runde nochmal spielen und ich nochmal kurz was sage. Aber jetzt bitte Attac ans Mikrofon. Danke. So, hallo. Ich hoffe, man kann mich soweit hören.
47 Milliarden, das ist die Summe des Verteidigungsetats aus dem Jahr 2021. Der Bundeswehretat von 2012 bis 2022 ist bereits um 58% gewachsen. 2% des BIPs hört sich gering an. Im Bundeshaushalt ist der Bundeswehretat aber einer der größten Posten. Für Leute, denen bei Zahlen mit vielen Nullen schnell schwindlig wird, zusätzlich 100 Milliarden für Rüstung für Bundeswehr noch in diesem Jahr, das ist nicht nur das Budget der wichtigsten Bundesministerien Gesundheit, Bildung und Forschung, Innenbau und Heimat, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Wirtschaft und Energie, Umwelt, Zusammenarbeit und Entwicklung sowie Ernährung und Landwirtschaft zusammengenommen. Das entspricht in Summe mit den bisherigen 46 Milliarden auf fast den Dreifachen der gesamten Rüstungsausgaben Russlands. Und Deutschland ist nur eines von 30 NATO-Ländern. Wo soll das hinführen? Zur Beendigung des Leids in der Ukraine sicherlich nicht. Jeder Euro, Dollar oder Rubel, der ins Militär fließt, fehlt bei der Bekämpfung anderer weltweiter Menschheitsprobleme. Die NATO-Staaten geben 1000 Milliarden US-Dollar pro Jahr, tendenz steigend, für Verteidigung aus. Und die Europäer investieren schon jetzt ein Vielfaches des russischen Etats in ihr Militär. Konnten die immensen Militärausgaben ausreichend, Russlands völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu stoppen? Schaffen allgemeine Rüstungsspiralen eine friedlichere und sicherere Welt? Nein, mitnichten. Waffen werden keinen Frieden schaffen. Kriege zerstören unschuldige Leben und heizen die Klimakatastrophe an. Wir benötigen keinen militärisch-industriellen Komplex. Deswegen sagen wir von Attac Augsburg Nein zum 2%-Ziel der NATO und Nein zu 100 Milliarden Sondervermögen der Bundeswehr. Wir leben in Zeiten mit multiplen Krisen. Klimakrise, Biodiversitätskrise und auch die Hungerskrise hat zugenommen. Dafür werden Gelder dringend benötigt, um Hunger und um Leid zu vermindern. Allein 2020 sind 18 Millionen Menschen in der Welt verhungert. Wie schon Jean Siegler sagte, jedes Kind, das an Hunger stirbt, wird ermordet. Wir dürfen nicht wegschauen, wenn strukturelle Gewalt in der imperialen Lebensweise des Westens liegt. Das Leid der Menschen in der Ukraine macht uns zu Recht betroffen. Die Solidarität mit den Geflüchteten ist ein humanistisches Gebot. Jedoch verlieren wir andere Kriege aus den Augen bzw. schenken kaum Beachtung. Der Angriffskrieg Saudi-Arabiens und seiner Bündnispartner gegen den Jemen hat katastrophale Folgen, welche die Öffentlichkeit kaum Beachtung schenkt. 13 Millionen Jemenitinnen und Jemeniten sind schon jetzt vom Hungerstod bedroht. Wo ist die internationale Solidarität mit den Menschen im Jemen? Die Aufrüstungslogik und der Militarismus haben in den letzten Dekaden weltweit Chaos und Elend geschaffen. Der Krieg gegen die Drogen gescheitert. Der Krieg gegen den Terror gescheitert. Millionen von unschuldigen Opfern wurden weltweit durch eine militaristische Logik geschaffen, die keine Probleme gelöst haben, sondern diese noch vergrößert haben. Die Bundesregierung machte sich mehrfach mitverantwortlich mit Waffenlieferungen in Krisengebiete. Nun tut sie dies mit einer Forderung nach schweren Waffen. Diese Logik wird nur weitere Menschenopfer bringen. In Afghanistan hat sie mit den westlichen Bündnispartnern kein Nation-Building betrieben, sondern eine Kleptokratie geschaffen, die zu einem Failed State mutierte unter Führung der Taliban. Die Invasion in Afghanistan, Irak und Libyen und deren unzählige, unschuldigen Opfer bleiben weltweit ungesühnt. Wo war das Sanktionsregime damals gegen Bush und Blair? Wo gibt es Aufklärung von den Kriegsverbrechen im Irak und Afghanistan? Der Fall Julian Assange zeigt, wie viele moralische Doppelstandards die sogenannte westliche Wertegemeinschaft besitzt. Wie viel überzeugender könnte der Westen gegenüber russischer Propaganda argumentieren, wenn nicht gleichzeitig jemand, der westliche Kriegsverbrechen öffentlich gemacht hat, mit 175 Jahren Haft bedroht würde? Wir von Attac Augsburg fordern deswegen: Stoppt die Aufrüstung, stoppt den Krieg, stoppt jeden Krieg. Waffen werden keinen Frieden schaffen. Danke. So, vielen Dank. Also, jetzt spielen wir das nochmal so etwa 15 Minuten lang die Ruhe. Und dann fangen wir mit dem Demozug an. Die Demo wird laufen hier runter bis zur Annastraße, durch die Annastraße, Karlstraße, Maximilianstraße
und dann wieder zum Moritzplatz. Begleiten wird uns dankenswerterweise wieder Samba Mania und dafür sorgen, dass man die Demo auch nicht überhört. Vielen Dank an Samba Mania. Ansonsten noch was Organisatorisches zur Demo. Also wie gesagt, passt dann bitte mit den Transparenten auf die Oberleitungen, passt auf die Straßenbahn auf, haltet euch da, wo Autos fahren oder wo Straßenbahn fahren, auf einer Straßenseite. Wir haben auch noch, falls noch jemand Transparente tragen will, am VVN-Stand und am AFI-Stand gibt es noch Transparente und Fahnen. Und wir haben dort auch noch ganz, ganz viele Flugblätter vom Augsburger Ostermarsch liegen. Also das heißt, wenn es noch jemanden gibt, der während des Demozugs Flugblätter an die Passanten verteilen will, damit die Leute auch mitkriegen, um was es geht, dann wäre das ganz super, wenn ihr dann zum Infostand der AFI kommt, also hier drüben. Ansonsten spielen jetzt eben nochmal die Uhren und während die rumspielen, kann man uns dann hier zum Demozug aufstellen, geht etwa in 15 Minuten los. Also viel Spaß jetzt noch mit den Uhren. Danke. Ja, es gibt ja auch in der Zwischenzeit so Deutsche, die jetzt in die Ukraine ziehen, beim Krieg mitmachen zu dürfen. Es sind natürlich einige aus dem Dritten Weg oder andere. Aber es gibt auch einen in der sehr frühen Zeit des amerikanischen Staates, der hat auch gemeint, das muss er Glück im Leben. Oh,
Es gibt ein Ihr habt also hier heute die Uraufführung eines Liedes. Ihr kennt es bestimmt, vielleicht könnt ihr die Frau mitsingen. Aber er trifft die heutige Situation besser. Thank you.
Danke. Den Rückzug der russischen Truppen und die Deeskalation des Konflikts durch Neutralität der Ukraine. Dieser Krieg ist wie jeder Krieg ein Verbrechen an der Menschheit. Okay, also herzlichen Dank an Samba Mania. Und jetzt haben wir noch einen Song von den Wurm und dann geht es weiter mit den Reden. So. Und zwar, eins, das ist ein sehr altes Ostermarschlied. Und ich denke, das wenn man so zurückkommt, wir wollten es eigentlich schon spielen, aber die Samba-Gruppe war schöner. Unser Marsch ist eine gute Sache, weil er für eine gute Sache geht. Wir marschieren nicht aus Hass, nicht aus Rache, wir erobern kein fremdes Gebiet. Die Vernunft ist das Gewehr und die Leute verstehen unsere Sprache. Marschieren wir gegen den Osten, nein! Marschieren wir gegen den Westen, nein! Wir marschieren für die Welt, die von Waffen nicht verhält, denn das ist für uns am besten. Keinen Bunker, kein Führerhauptquartier, der Lehrer wird zu Feldmarschallen. Die Mütter, die werden Offizier. Der Studenten nicht mehr fett und der Maler, sie rufen euch alle. Marschieren wir gegen den Osten, nein! Marschieren wir gegen den Westen, nein! Wir marschieren für die Welt, die von Waffen nichts mehr will, denn das ist für uns. Deutsches Volk, du bist fast immer für falsche Ziele marschiert. Am Ende waren nur Trümmer, weißt du heute, wohin man dich führt? Nimm dein Schicksal in die Hand, steck den Kopf nicht in den Sand und lass dich nicht mehr verführen. Marschieren wir gegen den Osten, nein, marschieren. Nichts mehr hält, denn das ist ja uns am besten. Marschieren wir gegen den Osten, nein, marschieren wir gegen den Osten.
So, und jetzt, wie versprochen, geht es weiter mit der Kundgebung, mit seiner Rede der antimilitaristischen Initiative Augsburg. Russischen Angriff auf die Ukraine scheint es in Deutschland kein Halten mehr zu geben. Die Ampelregierung verabschiedet in kürzester Zeit und ohne große Debatte ein 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr. Es wird freudig diskutiert, welche todbringenden Waffen Deutschland sich von diesem Haufen Geld anschaffen soll. In der bürgerlichen Presse überschlagen sich die Forderungen nach Aufrüstung und einer neuen außenpolitischen Stärke Deutschlands. Der Feind steht im Osten und endlich ist die Nation wieder vereint im militaristischen Taumel. Das Schlimmste daran ist, nicht nur Bürgerliche sind sich einig, auch viele Linke verlassen auf einmal den Standpunkt, die seit langem Grundlage fortschrittlicher Politik sind, Krieg und Militarisierung zu bekämpfen. Sie stimmen ein in das Kriegsgeheul und lassen sich im Kampf der reaktionären Machtblöcke auf die Seiten der westlichen Imperialisten ziehen, anstatt zu sagen, das ist nicht unser Krieg, die arbeitende Klasse kann hier nur verlieren. Begründet wird das mit heuchlerischen Verweisen auf Menschenrechte, während die Toten im Jemen, in kurdischen Gebieten oder Afghanistan kaum interessieren. Wir vergessen über den Verbrechen der russischen Armee nicht die Massaker, die die NATO und ihre Verbündeten begangen haben und weiter begehen. Die in Kellern verbrannten EinwohnerInnen kurdischer Städte, die über 100 zivilen Opfer, die Oberst Klein in Afghanistan töten ließ, den Hungerkrieg, den Saudi-Arabien seit 7 Jahren im Jemen führt. Die NATO und ihre Verbündeten sind nicht das kleinere Übel. Die Aufgabe der Linken ist es, nicht die deutsche Bourgeoisie gegen ihre Konkurrenten zu unterstützen, sondern ihr die Waffen aus der Hand zu schlagen. Und dafür müssen wir hier direkt in Augsburg anfangen. Hier in der angeblichen Friedensstadt, wo Unternehmen wie Renk, Premium Aerotech oder MAN munter Kriegswaffen bauen und somit an jedem Krieg profitieren. Hier, wo es eine grüne Bürgermeisterin nicht schafft, bei einer Rede am Tag gegen Atombomben den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag zu fordern. Natürlich, weil auch hier die Augsburger Rüstungsfirmen ihre Macht einsetzen. Renk, eine weltweit führende Panzer- und Fregattenproduzent, würde wohl kaum seinen Augsburger Stammschutz weiter ausbauen, wenn er nicht auf den Rückhalt der Augsburger Stadtspitze zählen könnte. Deshalb dürfen wir uns auch nicht von selbiger vor den Karren spannen lassen und zu ihren mit Ukraine-Fahnen vollgepackten Kundgebungen kommen. Denn ihre Betroffenheit ist eine Farce, wenn gleichzeitig Rüstungsgüter in Millionenhöhe in unserer Stadt produziert werden. Denn diese Waffen sind nicht für Frieden, sondern zum Töten gebaut. Doch bei dem aktuellen Kriegsgeheul dürfen wir uns nicht nur auf die Waffenproduzenten reduzieren. Vor allem müssen wir mit Kontinuität und Klarheit den deutschen Imperialismus als Ganzes hier vor Ort entlarven, angreifen und bekämpfen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, um gegen diesen und weitere Kriege vorzugehen. Wir müssen gegen all die Akteure aus Medien, Politik und Wirtschaft vorgehen, die Kriegsvorbereitungen treffen, gegen all die, die von Kriegen profitieren, die ein Interesse an Aufrüstung haben, die ein Interesse daran haben, dass es Waffen- und Materialverschleiß in Kriegen gibt, damit ordentlich Nachschub geliefert werden kann. Wir bekämpfen den Krieg, indem wir die Ursachen bekämpfen, den Imperialismus und seine Akteure. Dazu gehört auch der deutsche Imperialismus. Krieg dem Krieg. Oh. Vielen, vielen Dank. Jetzt bitte den Uwe als Mikrofon für die Umweltgewerkschaft. Liebe Freundinnen des Krieges, Krieg ist Umweltzerstörung. Umweltzerstörung kann Auslöser von Kriegen sein, wenn zum Beispiel sauberes Trinkwasser nicht mehr zum Überleben der Menschen vorhanden ist. Umweltzerstörung kann Begleiterscheinung, also sogenannte Kollateralschäden und Folge von Kriegen sein, wenn Städte brennen oder Gebiete durch uranhaltige Munition verseucht werden. Umweltzerstörung kann selbst ein Mittel der Kriegsführung sein, wenn als Beispiel gezielt Ernten vernichtet werden, Raffinerien angezündet werden wie im Irakkrieg, beschossen werden wie in Syrien oder Wälder entlaubt werden wie in Vietnam.
Umweltzerstörung im Krieg bedeutet oft, dass die Überlebenden auch Jahrzehnte nach Kriegsende nicht in ihre Heimat zurückkehren können, weil die Natur eben Jahre und Jahrzehnte braucht, um sich von den Spätfolgen der Zerstörung zu regenerieren. Industriezweige eines Landes wie Energieversorgung, Chemischindustrie, natürlich auch Rüstungsfabriken werden gezielt angegriffen und verursachen durch das Freiwerden von Giftstoffen verheerende Umweltkatastrophen für Mensch und Natur. Die panzerbrechende Uranmunition hat ein extrem hohes Schadenspotenzial, wobei die Radioaktivität nicht das größte Problem ist, sondern die Giftigkeit des Schwermetalls, ähnlich wie Blei, Cadmium, Quecksilber. 100 Milliarden für die Bundeswehr als Konsequenz aus dem Krieg in der Ukraine. Das bedeutet 100 Milliarden Euro weitere Belastung für die Umwelt bei der Produktion, Betrieb, Erprobung, Vernichtung von Waffen, beim Bau militärischer Anlagen und Übungsplätzen, bei der Unterhaltung von Depots, bei der Logistik, Verbrauchsmaterial für Verwaltung. Belastung der Umwelt beim Herstellen, Lagern, Transport und Verbrauch von Munition, sowie den umwelttoxischen Chemikalien und Treibschmier und Brennstoffen. Kriegsgeräte haben eben keine gute Ökobilanz. Dimensionen lassen sich erkennen, wenn man den CO2-Fußabdruck des US-Militärs betrachtet. Die US Air Force hat allein im Jahr 2017 für knapp 5 Milliarden US-Dollar Treibstoff bezogen. Dazu kommen noch 36 Millionen Dollar für die Marine. Zu den Landstreitkräften habe ich keine Zahl. Allein die US-Streitkräfte würden, wenn man sie eigenständig betrachtet, zu den 50 Ländern der größten CO2-Emittenten gehören. Das US-Militär alleine hat einen größeren CO2-Ausstoß als Länder wie Peru oder Portugal. Leider wurde beim Verabschieden des Kyoto-Protokolls 1997 auf Drängen der USA vereinbart, bei der Festlegung der Zielwerte von CO2-Ausstößen die Emissionen des Militärs nicht melden zu müssen. Schluss mit diesem Tarnen und Täuschen, Kleinrechnen und Kleinreden von Ursache und Wirkung in der Kriegs- und Umweltfrage. Schluss mit Kriegstreiberei und Kriegspropaganda. Wir wollen nicht auf Krieg eingeschworen werden. Wir wollen uns nicht vor den Karren der Militärbündnisse spannen lassen. Die Völker wollen in Frieden leben, eine Zukunft in einer lebenswerten Umwelt haben. Schluss mit den AKWs, die auch Grundlage zur Herstellung von Atomwaffen sind. Schluss mit der Produktion von biologischen und chemischen Waffen, deren Forschung in der Chemie, Düngemittel und Pestizidfabriken betrieben wird. Lasst uns ein breites und starkes Friedensbündnis aufbauen, das sich mit der Umwelt, Frauen, Jugend und sozialen Bewegung verbindet. Ich denke, neben dem Ostermarsch müssen wir zum Aufbau einer wirklich starken Friedensbewegung uns auch beteiligen. Am 1. Mai die Verbindung mit den Arbeiterbewegungen suchen. Lasst uns auch als Friedensbewegung uns mit anschließen an den Protesten gegen die Umweltzerstörung. Vor allem voran die Proteste der Jugend wie die Fridays oder das Klimacamp. Wir brauchen die Jugend. Mir fällt auch ein, So Gedenktage wie 8. März, Weltfrauentag oder 25. November, Tag der Gewalt an Frauen. Auch da gehört die Friedensbewegung rein. Wir müssen uns mit der Frauenbewegung verbinden und durchdringen. Weil wir wissen alle, gerade in Kriegszeiten und an Folgen des Krieges, die Frauen haben wieder diese besondere Rolle, leiden besonders unter den Kriegsumständen, gerade auch in der Frage Gewalt an Frauen. Also bauen wir ein breites Bündnis auf, ein langlebiges Bündnis, das gemeinsam miteinander arbeitet. Ich wünsche uns an dieser Stelle viel Erfolg dafür, Geduld und Ausdauer. So, und jetzt als letzten Redebeitrag, bevor dann die Uhr nochmal spielt, die Chrissy. Stadträtin im Augsburger Stadtrat. Danke. Liebe Freundinnen und Freundinnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich stehe hier heute als Bürgerin dieser Stadt und als Stadträtin dieser Stadt und bewusst nicht als Vertreterin einer Partei, einer Fraktion oder einer der vielen Vereinigungen und Vereine, denen ich angehöre. Deswegen möchte ich jetzt auch gar nichts sagen zur Bundespolitik, zur internationalen Politik.
Ich möchte was sagen zu unserer Stadtgesellschaft. Seit dieser elende Krieg begonnen hat, stelle ich fest, dass auch in unserer Stadt, in der wir doch immer so friedlich zusammengelebt haben mit fast 50% Bevölkerung mit Migrationshintergrund, dass mir immer wieder zugetragen wird, dass inzwischen schon Kinder gemobbt werden in der Schule, weil ihre Eltern aus Russland stammen ursprünglich. Oder dass die Geflüchteten aus anderen Ländern sich beklagen, dass ukrainische Flüchtlinge jetzt bevorzugt werden bei der Wohnungssuche. Wir wissen, wir haben eine unglaubliche Not an bezahlbarem Wohnraum in dieser Stadt. Lasst uns doch nicht diese Rhetorik aufgreifen. Lasst uns doch nicht in diese Kriegsrhetorik einstimmen, die einzelnen Nationen mehr zugesteht als anderen. Lasst uns doch eine Stadtgesellschaft sein, die zusammenhält, die friedlich zusammenlebt, egal woher ein Mensch kommt, egal welche Religion, welche Hautfarbe, welche Herkunft, welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung ein Mensch hat. Lasst uns doch zusammen stehen und zusammen gehen, damit wir hier, zumindest in unserer Stadt, friedlich bleiben. Und wie sagte es einer der größten Söhne unserer Stadt, wenn nicht gar der größte Sohn unserer Stadt, Bertolt Brecht? Es ist wichtig in diesen Zeiten, von Bevölkerung zu sprechen und nicht von Volk. Denn wer das tut, der macht schon einen großen Fehler nicht. Ich danke euch. Ja, dass wir auch dieses Klimacamp hier haben. Und da möchte ich schon noch mal ein bisschen vorher sagen, was ist eigentlich, wenn mein kleiner Enkel mich in ein paar Jahren fragt, warum habt ihr eigentlich so wenig für die Umwelt getan? Warum gibt es Kriege um Wasser, um Ressourcen? Und ich muss ihm dann sagen, wir haben es nicht verhindert, dass diese ganze Rüstung anstatt Rüstung in Umwelt gesteckt wird. Wir haben es nicht geschafft. Und ich denke, das muss man so sehen. Diese 100 Milliarden, das ist ja das Mindeste, was wir bräuchten, dass wir hier in der Bundesrepublik wenigstens irgendeinen kleinen Umbau schaffen, um CO2 zu sparen, wie sie alles haben. Also das ist jetzt extra für die Freunde dieses Camps. Wir haben in Regensburg auch eins, das ist aber nicht so schön. Ich werde ein Foto machen und Ihnen zeigen, wie es geht. Ökologie. Thank you.
Frau Koring, ist es angesprochen worden und das finde ich, wir haben auch in Regensburg das Problem, dass manche der Flüchtlinge nicht verstehen, warum es zweierlei Flüchtlinge gibt. Die einen, die müssen Strafarbeit machen, weil sie schwarz mit dem Bus gefahren sind. Die anderen, die kriegen ein kostenloses Ticket. Manche können es nicht verstehen. Ich denke, wir brauchen keine zweierlei Flüchtlinge, sondern wir brauchen einfach eine solidarische Gemeinschaft. Und während wir wirklich uns um ukrainische Flüchtlinge kümmern, sind letzte Woche 300 im Mittelmeer ertrunken. Thank you.
Ja, also wollen wir aber nicht bloß die Hühnchen blasen. Ich denke, es ist auch nicht ganz so warm. Jetzt denke ich, machen wir mal doch ein paar Lieder, die ein bisschen uns aufmuntern. Weil es braucht es auch in einem Kampf für den Frieden, der muss auch einmal was sein. Und es gibt hier sieht so ein Pflaster, und ihr könnt natürlich auch sehr neugierig sein, was unter diesem Pflaster ist. Wir gehen jetzt quasi ohne Pause über in das letzte und das vorletzte Lied. Zu dem jetzt möchte ich was sagen, und zwar man muss das Leben schön finden, egal wann und wie. Und ich habe es selber erlebt, ich war mal ganz sehr lange im Krankenhaus. Und jetzt ist ein Lied, da passt nicht jede Strophe zu jedem, aber es gibt immer eine Strophe, die passt zu einem. Und das ist von einer Düsseldorfer Gruppe, die zurzeit ein riesiges Jubiläum feiert. Ich weiß nicht, ob sie Düsseldorf kennt, aber... Wir leben. Thank you.
Also, ein letztes Stück. Wir brauchen ein bisschen Stimmung. Meine Gitarre ist verstimmt. Ich spiele meinen alten Hit aus der Friedensbewegung. Was wollen wir trinken, kennen sicher viele. Habt nichts dabei zum Trinken, aber es ist ja Alkohol, ist ja hier verbaut. Also, auf geht's. Wieso trinken wir Alkohol? Also dann, herzlichen Dank an die Ruhr für die ganz tolle Musik. Falls jemand die Musik der Ruhr nach Hause nehmen will, ich habe da drüben gesehen, da stehen noch CDs, die man kaufen kann. Also wer noch die Musik
der Wurm hier zu Hause haben will, CDs gibt es hier bei der Band. Ah, übrigens, egal was sie kosten, das liegt an euch. Und wir haben auch eine Broschüre, die haben wir gemeinsam mit dem Bund für Geistesfreiheit erstellt. Sagen wir mal, wir haben es erstellt und die haben es bezahlt. Und zwar geht es um die Märzrevolution 1848, ist eine wunderschöne Liederbroschüre. Nehmt es mit, solange ich welche da habe. Danke. Okay. Gut. Und danke auch nochmal an Samba Mania für die Begleitung der Demo, die noch da sind. danke an euch alle, dass ihr da wart. Aber ich habe noch, bevor ihr weglauft, noch ein paar Hinweise auf kommende Veranstaltungen. Und zwar morgen, also am 17. Ostersonntag, 17. April, um 17 Uhr am Domplatz findet eine Gedenkveranstaltung statt für Dr. Max Josef Metzger, katholischer Priester, Begründer des Friedensbundes deutscher Katholiken. Der wurde eben am 17. April 1944 hingerichtet und da ist eben eine Gedenkveranstaltung von Pax Christi. Dann am 5. Mai 2022 gibt es ein Zeitzeugengespräch mit Ernst Grobe. Ernst Grobe ist Überlebender der Shoah. Einige von euch kennen ihn vielleicht. Eine Veranstaltung, die findet statt um 19 Uhr im Augsburger Rathaus Oberer Fleetz. Also 5. Mai 2022, 19 Uhr. Dann am 8. Mai 2022 die nächste Demo, und zwar Kundgebung zum Tag der Befreiung vom Faschismus um 15 Uhr am Rathausplatz. Ja, und dann noch der Hinweis auf die AFI-Treffen. Wir treffen uns jeden ersten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Pfersee. Wäre schön, wenn jemand kommt, um uns dann auch weiterhin beim Kampf gegen den Krieg und für den Frieden zu unterstützen. Ansonsten vielen, vielen Dank an alle, die gekommen sind, die sich beteiligt haben, die mitgemacht haben. Ja, und ich hoffe mal, dass wir irgendwann nicht mehr zum Ostermarsch hierher kommen müssen, weil Kriege sind, aber solange es noch da ist, werden wir leider wieder hier sein. Ansonsten kommt's gut heim. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Vielen Dank. Schließen. So, und damit ist die Kundgebung offiziell beendet.